Die argentinische Verkehrsbehörde hat Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht, die einen schweren Zugunfall in einem Bahnhof in Buenos Aires zeigen. Zwei Züge rasen frontal ineinander. Es kommt zu einer enormen Kollision. Gleich darauf versuchen Reisende aus den Waggons zu klettern. Sie retten sich auf den Bahnsteig, benommen und ratlos, was eigentlich passiert ist. Kurz bevor die beiden Züge aus verschiedenen Richtungen in den Bahnhof einfuhren, wollte ein Bus die beiden Schienenstränge kreuzen. Einer der Züge rammte ihn, entgleiste und geriet auf die Schienen des Gegenzuges. Rund ein Dutzend Menschen sollen bei dem Unfall ums Leben gekommen sein. Die meisten von ihnen hatten wohl in dem Bus gesessen. Das Unglück ereignete sich am Dienstagmorgen im Berufsverkehr.